dieser Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, was er gekreuziget werde. Thank you.
mit Namen Judas Ischariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Sagten zu ihm, wird für viele zur Vergebung der Sünden.
Ich will dir mein Heil.
Help on me, my soul.
vor seinem Vater nieder. Dadurch erhebt ihr mich und alle von unserm Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Er ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden dieser Welt gegossen sind und hässlich stinken, weil es dem lieben Gott gefällt.
Stunde mit mir wachen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum Andenmal ging er hin, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille. Was mein Gott will, das geschehe. An Jesu und griffen ihn.
Thank you.
wisse kein was, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und satzte sich bei die Knechte, auf das er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten, und fanden keines. Thank you.
wenn mich falsche Zungen stechen. Geduld, Geduld, Geduld. Antwortete und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird's geschehen, was ihr sehen werdet des Menschen Sohn, sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfe geweihter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Er ist es, da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Und ging heraus
sagen, hielten alle Hohepriester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und bunden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn den Mannpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte wieder die 30 Silber den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an? Was geht uns das an? Sich davon ging hin und er hängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Es taut, das ist taut, dass wir sie das lassen. Das Gesetz
gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und da haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Jüdenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest's. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollet ihr, dass ich euch losgebe? Barabbas! Oder Jesu, von dem gesaget wird, er sei Christus. Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Bein zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerüchten? Ich habe heute viel erlitten im Traum. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn Thank you.
Kinder vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, seht ihr zu. Antwortete das ganze Volk und sprach: Sei uns verordnet, die Thank you.
haben die Kriegsknechte des Landpflegens Jesu zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine dornene Krone und satzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Der Kreuz hat gekreuzet, der Kreuz hat gekreuzet, der Kreuz hat gekreuzet, der Kreuz hat gekreuzet. Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit seine Haupt. Zum Kreuz.
Was gesagt ist durch den Propheten, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen halt da und hüteten oben zu seinen Häupten hätten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich, dies ist Jesus, der Jüdenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästeten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Thank you.
Thank you.
Thank you.
und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein Leinwand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches hatte lassen in einen Fels hauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber Alda Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gelassen. Und versiegelten